Zum Glück ist jeder Rappen zählt. Mit dem Fabian Unterrecker. Die wichtigste Neuigkeit aus dieser Woche: Wir haben einen neuen Bundesrat. Der Waadtländer Nationalrat Guy Parmelin ist der Nachfolger von Evelyn Wittmer-Schlumpf. Was aber fast noch mehr zu reden gibt: Der Roger Köppel hat während der ganzen Abschiedsrede von der Bundesrätin Wittmer-Schlumpf auf dem Laptop rumgehämmert. Und Herr Köppel, schön sind Sie da. Was haben Sie so dringend zu tun gehabt? Um was geht's? Leider sind bis gestern meine IKEA-Möbel immer noch nicht in meiner Dienstwohnung in Bern angekommen. Ich habe darum auf Ricardo noch einen Schrank, einen Schreibtisch, einen Töckelkasten und ein paar alte Weltwochenausgaben ersteigert. Und haben Sie alles bekommen? Bestens. Und der Schrank ist sogar noch der alte von Christoph Mörgeli. Ja, was? Wie haben Sie das gemerkt? Es hatte in einem Fächchen noch ein Skelett und ein kleines Hirn in einem Gumpfiglas gehabt. Sicher von einem Linken. Christian Löwra, haben Sie sich gefreut, dass es ein weiterer Bundesrat aus der französischen Schweiz ist? Ich meine, ja, Guy Parmesan ist der Weinbauer, kann lesen. Er kann schreiben. Das sind außergewöhnliche Fähigkeiten für einen Roman. Adventszeit ist die Zeit vom Spenden, was wir da mit der Aktion «Jeder Rappen zählt» auch dieses Jahr wieder beweisen wollen. In den USA ist Spenden unter Prominenten sehr populär. Das erzählt man auch gerne. Charity ist das geflügelte Wort dafür. Bei uns ist man da eher zurückhaltend. Darum, geradeaus mal, wer spendet wen? Der Wladimir Petkovic, Nazi-Coach. Ich spende an den WWF von Serbien seit 17 Jahren. Der WWF? Warum? Haben Sie Tiere so gerne? Ja, Tiere, ja, sehr. Mit Sauce Wein und Stock Kartoffel. Meine Schwester von Mann. Mann von der Schwester ist der Chef von WWF Serbien. Und so bleibt das Geld in der Familie. Wenn ich spende, kann er das Geld spende, Haus an der Meer fertig bauen. Moment, kommt. Das ist wieder gut. Es macht Sinn. Roger Federer, Sie bringt man immer mit wohltätigen Zwecken in Verbindung. Ja, oder? Es ist sicher so, oder? Von meinem Konto verbraucht meine Frau mehr und die 7 Kinder allein etwa 23 Millionen im Jahr, oder? Ohne Klingeltöne und Zalando einberechnet, oder? Und das reicht, oder? Muss sonst wirklich noch wegen dem Klutter mit der Martina Hingis am Olympia-Doppel spielen, gut, oder? Voll der Horror. Aber anders gesehen, wenn ich... Stopp, ich muss jetzt auch noch etwas sagen. Das gibt's ja nicht. Der Ex-SVP-Nationalrat Christoph Mörgli. Wer hat denn Sie noch reingelassen? Ja? Was spenden Sie? Schnell. Sie, spenden ist schön. Ich bin jetzt ein freier Mann. Ich kann tun, machen, was ich will. Ich habe jetzt meine ganze dritte Säule und PK aus meiner Parlamentarierzeit aufgelöst und das Freilichtmuseum Ballenberg gekauft. Mit allem Drum und Dran, sage ich Ihnen. Spenden das sollten Sie ja gar nicht. Nicht kaufen, Herr Mörgli. Schauen Sie, ich gebe doch auch etwas zurück. Die Schweizer Bevölkerung kommt dank mir ein tiptops Museum über. Und ich will dort in dem Museum auch wohnen, in einem echten Schweizer Chalet. Man kann mich anlangen. Und für einen Franken mache ich sogar Workshops im sympathisch lächeln. Merken Sie etwas, Herr Hartmann? Was sollte ich merken, Herr Mörgeli? Jetzt sind wir auf Augenhöhe mit den USA. Mm. Die Amis haben Graceland mit dem Elvis, aber die Schweiz hat das Ballenberg mit dem Mörgeli. Und das ist doch fantastisch! Auf der Rötliwiese eröffne ich dann auch noch meine grösste, Herr Hartmann! Zum Glück! Sind Sie eingeladen mit Ihrer Wurst, gell Sie? Mit dem Fabian Unterrecker.